Willkommen zurück zu SFS Sonnensystem. Willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir tatsächlich einen neuen Mond am Start, und zwar wieder einen Polonmond, und zwar Lacuna. Ja, es wird ein recht kleiner Mond sein, allerdings mit einer recht dichten Atmosphäre. Für die Oberfläche habe ich mir so gedacht, dass die vielleicht nicht so steinig, bergig ist wie beim letzten Mal, also wie bei Aridos, sondern dass das eigentlich relativ glatt ist, aber wie gesagt, eine ziemlich dichte Atmosphäre wird. Genau. Wir fangen einfach hier, wie immer, mit der Form an. Und die machen wir so und ziehen die mal groß. Von der Farbe her dachte ich mir ein simples Braun, also nichts Besonderes. Und ich glaube, ich gehe mal ein bisschen mehr Richtung Gelb. Ich will nicht so ein rötliches Braun haben, sondern so ein richtig, quasi so ein Erdebraun. Das habe ich mir etwa so vorgestellt, vielleicht ein bisschen heller. So ist ganz gut, denke ich mal. Das machen wir auf 0, das machen wir auf 70, das machen wir auf 90. So, da haben wir Lacuna, und ihr seht, es ist ein recht brauner Planet. Ich weiß nicht genau, was ich hier gemacht habe. Ich habe im Grunde einen Kreis, ja, habe dann hier diese kleineren Flächen quasi hinzugefügt und am Ende nochmal so recht große Flächen, die man hier kaum erkennen kann, aber minimal dann eben doch. Soll halt ein bisschen dafür sorgen, dass die Textur ein bisschen abwechslungsreich ist. Es ist keine besondere Bedeutung hinter dem Design, was ich mir da ausgesucht habe. Also da ist nicht wirklich was sonderlich bei rumgekommen. Wir speichern das als PNG natürlich. Und dann speichern wir das mal als Projekt. Und zwar Lacuna. Und dann können wir die ganzen Sachen wieder wegnehmen. Und zwar machen wir jetzt noch die Textur. Ja, ich finde es ganz gut. Da speichern wir mal. Moment. So, jetzt speichern wir. Und dann auch einmal als Projekt. Lacuna Atmo. Genau. Dann gehen wir rüber hier in The Archiver zu Pixel Lab. Okay. Und zwar schreiben wir hier Lacuna und Atmo unterstrich Lacuna. So, und dann gehen wir, ausschneiden raus Android Data. Zum Spiel, Files, Custom Solar Systems, Flagar System, Texture Data, und dann fügen wir das hier ein. Der Ordner ist schon ganz schön voll, sind auch schon eine Menge Sachen drin. Und jetzt haben wir Lacuna hinzugefügt. Ist ein bisschen heller als Dulkes. Und
sehr viel mehr gelber, würde ich sagen. Und jetzt gehen wir hier mal in Example rein und zu Planet Data und natürlich, welchen Planeten könnte man sonst nehmen, wenn nicht die Venus. Dann fügen wir das hier ein und jetzt haben wir hier die Venus und das benennen wir natürlich um Lacuna. Und dann öffnen wir es und bearbeiten es. Da bin ich wieder und ja, ganz vergessen. Ihr seht das vielleicht, da sind überall so Radius Difficulty Scale, solche Sachen. Und hier haben wir gleich dreimal Terrain Formula. Also im letzten Update hat sich nicht nur die Exzentrizität verändert, sondern eben auch sehr viele andere Sachen. Wir haben Landmarks, die wir jetzt selber machen können. Werde ich auf jeden Fall nutzen, keine Sorge. Ich muss mich selber hier erstmal zurechtfinden. Es hat sich eine Menge verändert. Ich werde natürlich darüber auch noch neue Videos machen müssen. Oder ich werde neue Videos darüber machen. Aber soweit ich weiß, kann man nicht die Schwierigkeit einstellen. Also zumindest nicht auf Mobile, auf PC auf jeden Fall. Hier nicht. Heißt, ich weiß gar nicht, ob das dann so sonderlich nützlich ist. Jedenfalls haben wir hier einfach dreimal die Oberfläche. Und jetzt gibt es auch statt Output Planes. Okay, also ihr seht, ich bin sehr verwirrt. Ich habe keine Ahnung. Machen wir erstmal die Sachen, die wir können, die wir wissen. Und hier sind wir. In der letzten Folge haben wir überall so ein bisschen Exzentrizität hinzugefügt. Wie ihr sehen könnt, an den Bahnneigungen. Kalida ist auch ein bisschen verschoben. Gehen wir mal zu Polon. Da haben wir Lacuna. Und tatsächlich habe ich es. Ja, okay. Ich habe vergessen, das Launchpad dahin zu setzen. Okay, da sind wir. Ihr seht, das sieht sehr nach Stinkluft aus. Ja, um es mal nett auszudrücken. Sieht tatsächlich so aus. Okay, ich glaube, ich muss doch ein bisschen was an den Wolken verändern, weil die sind wirklich schaurig. Okay, ich glaube, ich muss auch noch was am Nebel verändern, also da ist einiges zu tun. Die Oberfläche ist merkwürdig flach. Zu flach. Also sie ist perfekt rund, glaube ich. Die Farbe ist natürlich nicht ganz passend. Die Atmosphäre ist merkwürdig hoch. Ja, okay, da ist eine Menge schief gelaufen. Da ist eine Menge schief gelaufen. Vielleicht liegt es an dem neuen Update. Die ganzen Sachen, die Heatmaps und so, wurden vielleicht noch gar nicht runtergeladen. Und jetzt haben wir sowas. Ja, willkommen im neuen Update, würde ich sagen, Leute. Was machen wir jetzt? Vielleicht könnten wir Kalida nehmen. Kalida basiert ja auch auf der Venus und verändern von dort aus die ganzen Daten. Ich glaube, das klingt nach einem Plan. Also, ich werde das jetzt alles mal machen. Ich werde diese Lacuna löschen. Und dann Kalida kopieren, einfügen und das Ganze dann wieder umbenennen. Also für euch ist es quasi nur ein Fingerschnipsen, für mich wird es wahrscheinlich so eine halbe Stunde sein. Bis gleich. So Leute, da bin ich wieder und jetzt haben wir es auch tatsächlich geschafft. Wir haben eine Oberfläche und wir haben Texturfehler. Ja, ihr seht diese Linie hier rechts. Okay, also es ist nicht alles perfekt, es ist
Es ist nicht alles Gold, was glänzt, wie man auch so schön sagt. Und dieser Planet ist garantiert nicht Gold, aber es ist immerhin, ja okay, es ist nicht mal ein Planet, es ist ein Mond. Aber wir haben hier die Oberfläche, die ist tatsächlich ziemlich hügelig. Also ich habe das runtergeschraubt, so auf 0,1, also Zehntel. Und dann war es fast vollkommen flach. Jetzt habe ich es nochmal mal 4 gerechnet und jetzt ist es wieder ganz schön, zumindest stachelig quasi geworden. Also es könnte trotzdem eine ganze Schwierigkeit sein, hier zu landen. Jedenfalls hier haben wir Lacuna. Und wenn wir weiter rauszoomen, dann sehen wir mit etwas Glück unten links Damien, Aridus. Und wenn wir noch ein bisschen weiter rauszoomen, dann sehen wir Polon. Also wir sind ziemlich weit davon entfernt. Wir können noch ein bisschen weiter rauszoomen. Und da sehen wir mit so einem einzelnen Pixel oder so, können wir noch Polon sehen. Und dann ist da Flagaris unten rechts. Also ihr seht, das ist weit weg. Ja, es ist weit voneinander entfernt. Mit der Atmosphäre bin ich nicht ganz zufrieden. Ihr seht, da ist diese eine Schicht quasi. Diese untere Schicht und die obere Schicht. Also, das ist nicht ganz so toll. Aber das kann man auf jeden Fall noch ändern. Ich habe natürlich jetzt auch ein bisschen die Nebelwerte und die ganzen anderen Sachen verändert. Ich finde, den Nebel könnte ich noch ein bisschen stärker machen, also dass die Planetentextur ein bisschen stärker quasi verschwommen wird, weil wir eigentlich eine relativ dichte Atmosphäre haben. Die ist tatsächlich noch dichter als die von Kalida. Also ja, hier ist eine Menge los eigentlich. Und daher muss ich mal schauen, inwiefern ich das noch weiter ändere. Aber an sich war es das sonst hier mit der Folge. Und wir können tatsächlich das Weltraumzentrum relativ lange noch sehen. Also wir können hier, keine Ahnung, vielleicht ein Drittel von Lacuna sehen. Und sehen halt immer noch das Weltraumzentrum. Ist also relativ klein. Wir vergleichen mal mit Aridus. Ihr seht, das ist, ja, die sind fast gleich groß. Ich würde sagen, Aridus ist vielleicht ein bisschen größer. Da haben wir auch die eine Rakete, die wir in den Orbit geschossen haben. Und ich wundere mich immer noch, warum diese Rakete immer noch existiert. Die fällt einfach nicht. Ich meine, versteht mich nicht falsch. Ich beschwere mich nicht. Ist schön, dann kann man immer gut Polon sehen, aber ein bisschen merkwürdig einfach. Jedenfalls, ich würde sagen, das war's mit der Folge. Ja, hier haben wir Lacuna, einen kleinen braun-grünen Planeten. Ist tatsächlich grüner geworden, als ich gedacht hätte. Sieht fast schon so ein bisschen aus wie so ein, keine Ahnung, lippriger Schleim. Ist nicht unbedingt das Touristenziel, das beliebteste Touristenziel, was man sich vorstellen kann. Aber es ist immer noch ein Ort mit einer sehr dichten Atmosphäre. Ihr könnt es also auch super nutzen, um eben von einer Ankunft am Polon eben abzubremsen, indem er einfach in die Atmosphäre reinfliegt, abgebremst wird und dann eben euren Orbit verringert. Genau. Also, das war's jetzt wirklich. Ich plapper die ganze Zeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!